Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde zu Tyranny. Ja, erst einmal, bevor wir weitermachen, ich habe es geschafft, mir ein Paradox-Konto anzulegen für Tyranny. Und das hat zur Folge, dass ich ab und zu mal, wenn ich das Spiel starte, Belohnungen dafür kriege. Habe ich auch nicht direkt gewusst, aber es ist halt so. Und die beiden Belohnungen, die ich jetzt gekriegt habe, nachdem ich es aktiviert habe und mich jetzt wieder ins Spiel geladen habe, sind einmal eine sanguinische Schriftrolle. Qualität gut, Blut der Gefallenen. Das ist wahrscheinlich ein Ausrüstungsgegenstand. Ah. Vierundzwanzig Geschosse. Das kann er mal haben. Oh, aber gibt minus 1? Wo steht denn das? Wieso habe ich jetzt Schaden minus 1? Malus von Stärke. Hatte ich den vorher auch schon? Ach so, den hatte ich vorher auch schon. Gut. Ja. Gut, und dann haben wir noch hier die Klinge. Die ist leider schlechter als die Axt, hat aber auslöschend. Lädt Feinde mit niedriger Gesundheit mit Energie auf. Bei ihrem Tod kommt es zu einer gewaltigen Explosion. Ach du meine Güte. Das ist mies. Das ist really mies. Okay. Also nichts wirklich Bedeutendes. Gut. Wir können ins Zelt der Heerführer. Will do. Das wäre das eine. Das andere, was ich aber erstmal machen möchte, ist mit den beiden mich fertig unterhalten. Willkommen zurück, Schicksalsbilder. Lucia hat gerade gemeint, dass. Nur weil du gefragt hast. Und dass du den Geschmähten seit deiner Ankunft wirklich geholfen hast. Nicht, dass irgendjemand etwas anderes erwartet hätte. Was können wir für dich tun? Okay, erzähl du erstmal was über dich, Markus. Weißt du, ob es da viel zu erzählen gibt? Ich wurde in Fort Aufklärung ausgebildet. Wer gibt den Dinger die Namen, bitte? Ich meine, weit weg, Siedlung, Fort Aufklärung. Was kommt als nächstes? Rosaroter Ponyhof? Und das hier ist mein erster Feldzug. Ich bin stolz, Teil der Legion zu sein. Also ja, die Legion nimmt definitiv auch Frischlinge auf, so wie sich das anhört. Ich wurde bei den Toren des Urteils verwundet, aber Graven Ash Schutz hat mich wieder gut geheilt. Ich verdanke ihm mein Leben. Gibst du damit an, dass du nicht aufgepasst und dir ein Speer in den Bauch eingefangen hast? Du solltest wirklich da nicht damit prahlen, dass du dass dich ein stinkender Stufenmann in der Schlacht bezwungen hat. Lucia rollt mit den Augen. Wie sieht man das durch die Totenschädelmaske? Du bist doch nur verbittert, dass First Ash dich nie zu bemerken scheint. Jetzt aber ganz im Ernst. Würde es den Geschmähten Ehre einbringen, würde ich diesen Speerstich nochmal ertragen. Kyros weiß, dass wir den Ruhm gebrauchen könnten. Wir sind die Elitekämpfer der Nordarmee, aber irgendwie fehlt es uns noch immer an Vertrauen des Oberherrn. Er schüttelt den Kopf und seufzt. Ja, das war ja die Geschichte, dass Graven Ash einer der Archonten war, die Kyros erbittert Widerstand geleistet haben. Dann hat er sich doch unterworfen. Und deswegen haben auch die Geschmähten diese verunstalteten Symbole als Banner auf ihren Zelten und überall. Und sind jetzt nicht mehr die Bronze-Legion, sondern die Eiserne Legion. Was mehr oder weniger besser ist eigentlich. Ja, erzähl mir etwas über dich. Ich mache das hier. Sie hebt ihren schweren Schild gemächlich in die Höhe. Und das. Sie sticht zu den Demonstrationszwecken mit ihrem Speer in die Luft. Lucia zuckt mit den Schultern. Eine gepflegte Unterhaltung zu führen ist nicht meine starke Seite. Achte nicht auf meinen Sarkasmus. Ich habe die Legion durch meinen Anteil am Feldzug kennengelernt.
Nicht so viel Blut vergießen, zermürben. Nach so viel Blut vergießen, zermürben mich unsere ehrenwerten Vorwände manchmal. Sie wirft ihr einen misstrauischen Blick zu. Der Norden ist meine Heimat und für mich ist jeder einzelne dieser eingepanzerten Bastarde ein Familienangehöriger. Du wirst keine andere Armee finden, in der jedes Mitglied der Phalanx seinen Nächsten liebt und schätzt. Das ist auch etwas, was ich an den Geschmähten bevorzuge, im Gegensatz zum Roten Korps. Die haben eine viel, viel größere Gemeinschaft, einen viel größeren Gemeinschaftssinn. Der Rote Korps hat eine größere Gemeinschaft, aber da heißt es, wenn du stirbst, dann bist du halt Krähenfutter. Die scheinen sich mehr füreinander einzusetzen. Lucia, du scheinst mit Waffen gut umzugehen. Markus, welche Dienste haben dir deine Fähigkeiten im Kampf mit den Einbrechern geleistet? Wie ist es bei den Geschmähten zu dienen? Trotz unseres Namens verfügt die Legion über mehr Ehre als jede Streitmacht auf Terratus. Im Gegensatz zum Chor gibt es bei uns Tradition, Disziplin, Zusammenarbeit und Einheitlichkeit der Ziele. Markus schaut über das Lager. Es gibt nicht viele von uns, aber das ist auch besser so. Wir sind wie eine Familie, die vom Vertrauen und Ruhm eng zusammengehalten wird. Treffend genug, sagt Lucia und zuckt mit den Schultern. Nachdem ich die Uneinigkeit und das Gezanke der Verteidiger der jüngeren Königreiche gesehen habe, bin ich froh, zur angenehmsten Legion in Kyros Kriegsschar zu gehören. Auch wenn wir nicht immer die effizientesten sind. Tja, manchmal ist der Rückzug halt auch wirklich besser, als zu viele Verluste hinnehmen zu müssen. Vor allem, wenn man halt die Geschmähten ist und nicht der Chor, der sich einfach mal ein Dorf schnappt und alle dort entweder köpft oder mit Heugabeln bewaffnet. Aber ja, das ist ein bisschen wie bei den Spartanern. Die Schwachen werden zwar aussondiert, aber die Starken, die gehen klug vor. Vor allem, weil sie ja auch die Phalanx irgendwo erwähnt hatte. Gut. Lucia, du scheinst mit Waffen gut umgehen zu können. Genau, und solltest du mal ein paar Hinweise haben wollen, wie du am besten mit deiner Waffe umgehst, dann lass es mich einfach wissen. Sie zwinkert. Lucia, schickerst du mit Tonans Schicksalsbinder? Entspann dich, Markus. Sollte es mich mal jucken, gibt es dafür genügend Sklaven im Lager. Obwohl, du kannst unter Sesire selbst beobachten, wie Lucias Augen deinen Körper von oben bis unter mustern. Solltest du jemals jemanden brauchen, um deinen Schlafsack zu wärmen, dann lass es mich wissen. Ich schlafe in meiner Rüstung. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Wie wärmt das bitte? Aber ja, man merkt, selbst in der Legion der Geschmähten sind es noch größtenteils normale Menschen, in Anführungszeichen. Oh, Beric, ich auch, aber ich gebe nicht damit an, dass er schläft auch in seiner Rüstung. Welche Dienste und Fähigkeiten kannst du leisten, Markus? Jede Schlacht ist eine Erinnerung an die Überlegenheit der Legion. Die Einbrecher kämpfen mit viel Herz, aber das ist nichts gegen unsere nördlichen Werte und Graven Ashes Liebe. Solltest du dieses Gefühl auch mal genießen wollen, werde ich die Zeit finden, mit dir die Eisenklingen zu kreuzen. Warum nennt man die Legion die Geschmähten? Die Geschichte gilt als Allgemeinwissen, hier aber reden wir nicht darüber. Es wird als, naja, unhöflich betrachtet. Sie dreht sich um Graven Ash und den Aufstieg von Kyros Reich. Einige der Puzzleteile kannst du sicherlich zusammensetzen. Ash und Kyros waren nicht immer gut aufeinander zu sprechen, aber das hat sich alles geändert. Wir sollten mittlerweile eigentlich einen Namen tragen, der unserer ruhmhaften Reputation entspricht, aber sie zuckt mit den Schultern. Vielleicht werden wir eines Tages, nachdem meine Kindeskinder meine Rüstung geerbt haben, einen besseren Titel unser eigen nennen. So, Markus, was kannst du unterrichten? Natürlich Schicksalsbinder. Markus schlägt mit zum Salon mit seiner Faust gegen seine Rüstung. So, Markus kann Einhandwaffen parieren und Zweihandwaffen. Bei dir ist das schon ziemlich hoch und steigert sich auch bald wieder. Zweihandwaffen brauchst du nicht unbedingt, parieren auch nicht. Und alle anderen sind ganz gut dabei, so wie sie gerade sind eigentlich. Okay. Was ist mit dir? Aber wenn das nicht der Schicksalsbinder ist, was können wir für dich tun? Lucia.
Gut, was hast du? Wurfwaffen. Bin ich schon ganz hoch. Ausweichen, Athletik. Ein Punkt in Athletik hätte ich ganz gerne. Auch für ihn hier. Also ein Punkt in Athletik und du kriegst auch einen Punkt in Athletik. Ah, komm, kriegst noch einen Punkt. So. Gut, damit haben wir die beiden auch mal abgehakt. Die anderen sind jetzt nicht so wichtig. Gut. Reden wir doch mal für die Aufnahmesession für die 5 Minuten mit Beric. My Lord Binder, you have something which requires my attention? Mein Herr Schicksalsbinder, hast du etwas, was meine Aufmerksamkeit bedarf? Beric salutiert, als er sich umdreht, um dich zu begrüßen. What can I do for you? Ich würde gern mehr über dich wissen. Ich bin die Linie, die deine Feinde nicht überqueren können und alle anderen Einzelheiten sind bedeutungslos. Aber fragt ruhig. Ich vermute, dass es dich nach Einzelheiten dürstet. Hast du das Kriegshandwerk gesucht oder hat es dich gefunden? Wohl beides. Ich wusste, dass mir das Kämpfen im Blut lag und die Geschmieden boten mir eine Chance, meine Fähigkeiten für das Schaffen von Frieden einzusetzen. Andernfalls wäre ich wohl ein Brigand oder ein Schläger eines betrügerischen Händlers geworden. Beric klopft gegen seine Schwertscheide und schaut gedankenverloren weg. Du glaubst, dass Ash und seine Legion den Frieden bringen? Das klingt ja ganz nett, macht aber von meinem Standpunkt aus keinen Sinn, mein Großer. Ich habe sie genauso viel Blut wie jede Chorbande vergießen sehen. Du warst eindeutig zu sehr mit dem Plündern von Dörfern und dem Stehen von Feldfrüchten beschäftigt, um zu bemerken, wie eine richtige Armee Krieg führt. Wir sehen Ordnung und keine Zwietracht. Ihr zwei seid schlimmer als Ash und der als Stimme hört sofort auf damit. Ja, hat nicht ganz Unrecht. Vielleicht sollten die Geschmieden ihre Herangehensweise überdenken. Nein, Beric hat recht. Der scharfrote Chor ist zu chaotisch, um Ordnung anzuerkennen. Ja. Furcht bei Lyrats, Loyalität bei Beric. Ich erkenne, dass du langsam verstehst. Der Chor ist ein nützliches Werkzeug, das man dem Feind entgegenwerfen kann. Im Alter aber wird es brüchig und schon bald ersetzt. In Erwartung des Marsches nach Süden benötigten die geschmähten Rekruten. Sie boten an, sich um meine Mutter und meinen Bruder zu kümmern, solange ich in der Legion bleibe. Und das ist eine bessere Garantie, als man irgendwo anders finden wird. Das klingt vernünftig. Im Vergleich zu den meisten anderen war ich Elitekämpfer nach den Standards der Geschmähten. Aber war ich immer noch ziemlich unerfahren. Zum Glück für alle verbesserten sich meine Fähigkeiten unter der rigorosen Ausbildung des Eisenmarschalls. Erzähl mir mehr über deinen Namen. Beric ist eine Abkürzung meines nordländischen Nachnamens, der schon seit der Aufstellung dieser Armee durch Gravelash von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Ich heiße so, weil ich ihn mit Stolz trage. Der korrekte Name ist Barrikonnen. Ja, Barrikonnen der Barbar. Außer seinem Alter und seiner Verbindung mit der Legion des Generals trägt der Name Barrikonnen keinen großen Titel oder Assoziation. Bis auf die Geschmähten habe ich keinen Anspruch auf ein großes Haus oder Vermächtnis. Meine Familie als sie Mehr Familie als sie brauche ich nicht. Welche Geschichte steckt hinter deiner Rüstung? It is a symbol of Kairos's will, one that I am not likely to forget. I found this armor. Perhaps it would be better to say that it found me during the Edict of Storms. Wie er da gerade überlegt. Es ist ein Symbol für Kyros Wilde, und zwar eins, das ich wahrscheinlich nicht vergessen werde. Ich fand die Rüstung, wobei sie wohl eher mich gefunden hat, während des Edikts der Stürme. Was geschah das währenddessen? Als wir hörten, dass Kyros das Edikt verkünden würde, strömten wir aufs Schlachtfeld, um gegen Truppen des unbeugsamen Landes zu kämpfen. Ich stand Schulter an Schulter mit den höchst dekorierten Veteranen der Legion, und mein Stolz ließ mich die Gefahr nicht sehen. Unser Marsch war sehr hastig. Im Zweiten Kriegsjahr verschwand eine Kohorte geschmähten Soldaten. Unter ihnen die Tochter von Graven Ash. Graven Ash hat eine Tochter?
Nach einer langen Zeit der Ungewissheit erfuhren wir schließlich, dass man in der Festung von, dass man sie in der Festung vom Wachplatz gefangen hielt. Sprich weiter. Als wir die Zitadelle umzingelten, hörte ich die ersten Donnerschläge, wie auch der Speer, den ich gerade zu töten versuchte. Dann trafen uns die Winde wie eine Lawine. Viele von uns flehten Pyrrhus um Erlösung an. Was hätten wir sonst tun sollen?